Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Alte, verletzte Frauen, Kinder. Das sind die ersten knapp 1000 Eingeschlossenen aus dem Osten Aleppos, die am Mittag mit Krankenwagen und Bussen aus der Stadt gebracht wurden. Die vereinbarte Evakuierung der letzten Rebellengebiete ist also angelaufen. Die Zivilisten und auch die Kämpfer sollen in das Umland transportiert werden, das weiter von den Aufständischen gehalten wird. In diesen Fahrzeugen sitzen die ersten von insgesamt rund 50.000 Menschen, die die eingeschlossenen Viertel Ost-Aleppos verlassen sollen. Zunächst werden Verletzte abgeholt. Busse bringen die Menschen ins angrenzende Viertel. Dort erwarten Bewohner ihre ehemaligen Nachbarn, von denen sie bis vor kurzem eine lebensgefährliche Front getrennt hat. Nach wochenlangem massivem Beschuss ist der Osten der ehemaligen Handelsmetropole Aleppo eine Trümmerlandschaft. Noch immer sind dort Menschen eingeschlossen, Zivilisten und Kämpfer verschiedener Milizen. Die haben begonnen, ihre Quartiere zu zerstören, heißt es. Bilder des russischen Fernsehens zeigen Rauchsäulen und Minensucher in den Vierteln, die die Aufständischen verlassen haben. Die syrische Regierung machte klar, wo ihre Prioritäten liegen. Wir haben ein klares Ziel. Das Schicksal der Terroristen ist uns weniger wichtig als das der Zivilisten. Für uns zählt die Unversehrtheit der Zivilisten. Deren sicheren Abzug wollen wir mit allen Mitteln garantieren. Den Bewohnern von Aleppo droht nach den verheerenden Angriffen nun zu Beginn des Winters eine humanitäre Katastrophe. Der Bürgermeister von Ost-Aleppo ist nach Brüssel gereist und berichtet den europäischen Staats- und Regierungschefs über die Lage in seiner Stadt. Auf dem letzten EU-Gipfel, der vom polnischen Ratspräsidenten Tusk geleitet wird, ist der Krieg in Syrien eines der Hauptthemen. Der letzte EU-Gipfel des Jahres nur einen Tag lang und pünktlich soll er ausnahmsweise enden. So haben sich die Regierungschefs das vorgenommen. Aber wie soll das gehen bei den aktuellen Krisen? Bislang keine Ideen für den Brexit, Streit über den Umgang mit der Türkei und Hilflosigkeit gegenüber Syrien. Wir müssen das Vorgehen in Aleppo scharf verurteilen. Präsident Assad und seine Unterstützer in Russland und im Iran tragen Verantwortung für die Tragödie. Und wir müssen sicherstellen, dass jene, die für diese Gräueltaten verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Überraschend kam der Bürgermeister von Ost-Aleppo nach Brüssel und schilderte die Lage seit gestern. Über 5000 Menschen sind verwundet und müssen dringend aus der Stadt. Alle Krankenhäuser sind zerstört. Es gibt keine Hilfe für sie. Aber in Syrien hat die EU wenig Einfluss. Den sucht sie nun in afrikanischen Ländern, so auch Nigeria, um zu verhindern, dass weitere Flüchtlinge nach Europa kommen. Das steht für alle Migrationspartnerschaften, dass Entwicklung, Sicherheit und Kampf gegen Menschenschmuggel immer zusammengehen müssen, damit Menschen nicht in Gefahr geraten. Weitere Abkommen sollen geschlossen werden, darunter mit Mali, Niger, Äthiopien und Senegal. Im Fall der ermordeten Freiburger Studentin ist nun klar, dass der festgenommene Afghane bereits in Griechenland wegen einer Gewalttat an einer Frau verurteilt worden war. Nachdem er vorzeitig aus der Haft kam, hat er die Meldepflicht in Griechenland nicht eingehalten. Bundesinnenminister de Maizière kritisiert nun die griechischen Behörden dafür, nicht umgehend eine internationale Fahndung veranlasst zu haben. Nun ist es Gewissheit. Im Fall der getöteten Freiburger Studentin hat die Staatsanwaltschaft bestätigt, der mutmaßliche Täter ist bereits in Griechenland wegen versuchten Mordes zu mehrjähriger Haft verurteilt worden. Er soll eine Frau beraubt und diese Mauer hinuntergestoßen haben. Sie überlebte schwer verletzt. Die griechischen Behörden haben ihn anhand von Fingerabdrücken eindeutig identifiziert. Er sei damals auf Bewährung entlassen worden, hätte sich regelmäßig melden sollen, was er nicht tat. Bundesinnenminister de Maizière kritisiert, Griechenland habe ihn daraufhin nur zur nationalen Fahndung ausgeschrieben. Das sei besonders bitter. Wenn das so gewesen wäre, dass die Griechen ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben hätten, statt nur zur nationalen Fahndung, dann wäre das aufgefallen. Auch in den Zeiten im Herbst 2015. Und dann wäre auch das Asylverfahren anders gelaufen, auf einer ganz anderen Rechtsgrundlage.
Unklar ist bisher auch, wie alt der Flüchtling wirklich ist. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, seine Altersangaben widersprechen den Erkenntnissen der griechischen Behörden. Das Alter ist natürlich von ganz entscheidender Bedeutung, auch für die strafrechtliche Beurteilung des Falles. Wird Jugendstrafrecht angewendet, ja oder nein? Das hängt davon ab, wie alt der Tatverdächtige tatsächlich ist. Ein medizinisches Gutachten soll in dieser Frage nun Klarheit bringen. Die Zahl ist schon beeindruckend. Mehr als 1 Milliarde Nutzerkonten beim Internetkonzern Yahoo sind einer Hackerattacke zum Opfer gefallen. Bekannt geworden ist der Fall erst jetzt. Doch schon im August 2013 haben Angreifer Namen, Telefonnummern und andere sensible Nutzerdaten gestohlen. Nicht der erste Vorfall dieser Art bei Yahoo. Wieder Yahoo, wieder ein Rekorddatenleck. Mehr als 1 Milliarde betroffene Nutzerkonten. Es ist der größte Datendiebstahl bei einem einzelnen Unternehmen überhaupt. Viele persönliche Infos, die Nutzer bei einer Registrierung angeben, haben Unbekannte erbeutet. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse, Handynummer, Geburtsdatum, verschlüsselte Passwörter und Sicherheitsfragen, um Passwörter zurücksetzen zu können. Laut Yahoo muss man sich keine Sorgen machen um unverschlüsselte Passwörter, Kreditkarteninfos oder Bankkontodaten. Schon im September hatte Yahoo ein großes Datenleck zugegeben. Wie damals könnten es Angreifer auf ausgewählte Nutzer abgesehen haben, denn sie haben versucht, sogenannte Cookies zu fälschen, um Benutzerkonten auch ohne Passwort übernehmen zu können. Ein Hinweis auf die Urheber. Yahoo sagt dazu: Wir schreiben einen Teil dieser Vorgänge demselben staatlich gestützten Akteur zu, der mutmaßlich für den Datendiebstahl verantwortlich ist, den die Firma am 22. September veröffentlicht hat. Welcher staatliche Akteur das ist, sagt Yahoo nicht. Die Firma steht unter Druck, weil sie vom US-Telefonkonzern Verizon gekauft werden soll. Wegen des Datenlecks sollten Yahoo-Nutzer jetzt dringend Passwörter und Sicherheitsfragen ändern. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Morgen im norddeutschen Tiefland sowie in einigen Flusstälern neblig trüb. Sonst im Tagesverlauf verbreitet Sonnenschein -1 bis +10 Grad. Und um 16 Uhr gibt es die nächste Tagesschau. Bis dahin.